Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir einen neuen Jaspers Keyboard Ständer gekauft. So einen schönen großen mit Rollen dran, damit ich in meinen beengten Platzverhältnissen zumindest ein Keyboard immer ein bisschen hin und her bewegen kann. Und den möchte ich heute zusammen mit euch aufbauen, gucken, wie das geht, gucken, wie praktisch das ist und ob das gut funktioniert. Viel Spaß dabei! Als erstes machen wir das Paket mal auf. Mal gucken, wo das überall geht. Das ist schon an einigen Stellen auf jeden Fall sehr ordentlich verklebt. Okay, hier oben geht es einfach. Machen wir mal lieber hier vorne. Dann kann man das bestimmt bequem zur Seite rausholen. So. So, gucken wir mal rein, was wir da so haben. Das ist auf jeden Fall alles sehr gut verpackt. Wir haben hier eine Aufbauanleitung, die ist schön verpackt mit einem Imbusschlüssel auch drin, den man natürlich benutzen kann, aber nicht muss. Ich bin ja kein Freund von Anleitungen. Tatsächlich auch nur eine Seite. Rohrschellenhalter wie auf dem Foto verwenden. Maximalbelastung 40 Kilo. Und dann sehen wir hier, ist die Vorderseite hier. Hier die Rückseite, ist eigentlich ganz einfach. Ich werde den nicht so zusammenbauen, wie es hier steht. Hier sind die Seitenteile und über den Querstreben. Ich werde den andersrum aufbauen, weil mein Keyboard ein bisschen breiter ist als der Ständer in der Breite. Aber das sollte kein Problem sein. So, das ist sehr schön verpackt hier. Alles so, hier die langen Querrohre. Ich nehme jetzt mal einfach alles raus. Oh, hier ist doch schon ein bisschen was vormontiert. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Noch eins von den Querrohren. Hier auch. Auch wieder was vormontiert. Das ist ja hervorragend. Also, da kann man ja wirklich nicht meckern bei dem Grad der Vormontage. Was haben wir hier? Hier Querstreben vermutlich. Und nochmal eine Rolle vormontiert und noch eine Rolle vormontiert. Und dann haben wir hier hinten hoffentlich nichts mehr. Ja. Das ist es schon gewesen. Also es ist sehr, sehr viel vormontiert. Das wird man gleich schön einfach zusammenbauen können. Jetzt besorge ich mir auch keinen Akkuschrauber. Das machen wir alles von Hand. Also nochmal, hier haben wir die vier Einzelrohre. Die vier Füße mit Rollen, zwei davon zum Feststellen. Ich werde die jetzt hier verdrehen, damit ich die andersrum montieren kann. Beziehungsweise ich werde nur den unteren verdrehen. Das macht es natürlich einfacher. Und jetzt stelle ich die Kamera erstmal ein bisschen weiter runter, damit man ein bisschen mehr sieht, ne, von dem, was wir da machen. So. Also fangen wir einfach mal an. Ich setze mich jetzt bequem hin, drehe die jetzt hier unten los, weil die, wie gesagt, weil ich das anders haben möchte, da mein Keyboard zu breit ist. Mal gucken, wie weit wir das losdrehen müssen. Um das zu verdrehen, muss man gar nicht so weit drehen. Jetzt müssen wir es nur in die gleiche Position bringen am besten. Das müssen wir zur Not nachher nochmal losdrehen. Ist aber kein Problem. So schön festziehen. Das machen wir jetzt viermal.
beziehungsweise ich kann auch hier schon mal ein bisschen losmachen und schon mal die Querverbinder reinmachen. Dann spare ich mir gleich das zweite Anfassen nochmal. So. Schön fest. Hier oben rein. Schön fest. Der Vorteil bei den Systemen von Jaspers ist natürlich, dass man die hervorragend erweitern kann mit Zubehör. Ich habe da auch schon Ideen. Ich möchte meinen Monitor noch dran machen, unten die Fußpedale fest draufsetzen, dass ich das Ganze schön hin und her schieben kann. Also das ist, an dem Fuß war jetzt vorne hier die Bremse. Das ist wichtig, hier hinten kommt keine Bremse dran. Genau, das ist das hintere und da müssen wir jetzt auf jeden Fall beide verstellen, aber auch kein Problem. So, den jetzt dahin, ja, schön fest zurren, sich da auch hinterher nichts mehr bewegt. Den auf. Ich habe tatsächlich gedacht, dass man das alles einzeln montieren muss, dass das jetzt nicht der Fall ist, ist natürlich ganz wunderbar. Und ja, dafür danke dem Hersteller. Festziehen. Die Sachen, auf die man keine Lust hat, dann was umzubauen. So. Jetzt können wir hier das auch schon mal reinstecken. Oben, unten. Unten müssen wir ein bisschen offen machen. Das ist offensichtlich nicht weit genug offen. Mehr. Oben auch noch mal ein offen. So, jetzt stecken wir das da rein. Schön oben zusammen. Wieder festzurren. Die muss man nicht unbedingt unendlich festziehen, weil da jetzt nicht so viel Belastung drauf ist. Den einmal drauf gedrückt, komplett festziehen. Wenn man eine Ratsche hat, geht das natürlich viel besser. Ich habe die tatsächlich im Schrank liegen, aber hat vielleicht nicht jeder. Deswegen machen wir das jetzt mal mit dem beigelegten Werkzeug bis zum Ende, damit wir auch sehen, wie lange wir dafür gebraucht haben, inklusive meines privaten Umbaus. Diesen Umbau muss man natürlich nicht machen und dann geht das Ganze ja wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir die erste Seite fertig. Jetzt gehen wir an die nächste Seite dran. Die machen wir wieder auf hier unten, wie wir das gerade schon mal gemacht haben. Zwei Umdrehungen müssen reichen. Eins, zwei. Dann drehen wir das ungefähr rüber. Drehen das wieder. Oh, das ist ja sehr gut. Wenn man die Bremse festzieht, hat man auch gleichzeitig eine Arretierung in der Drehbewegung. Das heißt, es kann sich auch nicht wegdrehen. Das ist tatsächlich ganz cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ist scheinbar Qualität gekauft worden. So. Jetzt hier wieder. Ja, die unteren sind auf jeden Fall weiter zugedreht. So, fest. Das
drin. Jetzt ziehen wir hier wieder fest. Gut. Ich frage mich gerade, ob ich das alles so... Ja, doch, ist alles richtig. Genau so. Hatte gerade über den Gedankenfehler. Passiert mal. So, festziehen. Auch die müssen nicht so fest sein, weil da natürlich nicht super viel Last drauf ist. Es ist halt auch alles Kunststoff. Das hält sehr gut, aber ich denke, auch das kann man, wenn man das möchte, überdrehen und kaputt drehen. So, jetzt ändern wir eben die beiden hier. Gucken wir mal drauf, in der Höhe. Der hier ist nicht richtig montiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Deswegen würde ich jetzt direkt den hier anpassen, damit der auch direkt richtig sitzt. So, genau, jetzt festziehen wieder. Das ist ja, also kann man sich jetzt drüber beklagen, dass das nicht ganz passte, aber halte ich jetzt mal für sehr weit hergeholt, da die Qualitätskontrolle anzuzicken. Wahrscheinlich macht es sowieso Sinn, alle Schrauben einmal zu prüfen. Weil je nachdem, was man da drauf hat, sind es ja auch ein paar Werte, die da drauf sind. So. Jetzt haben wir das so wieder fest. Festziehen. So, das ist jetzt wieder eine hintere Seite. Die hintere Seite hat den, hat wie gesagt keine Rollen zum Verstellen. Und jetzt sehen wir schon, dass ich die in die falsche Richtung gedreht habe. Gut. Verbuchen wir unter nicht nachgedacht. Der hier unten muss ein bisschen lockerer. Nochmal. Falsch, der hier muss ein bisschen lockerer. So, der geht jetzt. Irgendwie geht der, will er nicht rein. Jetzt ist er drin. So, wieder festziehen. Das Ganze. Also wir sehen schon, das geht tatsächlich sehr schnell. Es ist ja jetzt auch ein einfacher Ständer, das ist ja wirklich nur ein Tisch. Es gibt auch welche, wo die noch in die Höhe gehen, auch mit Rollen. Da wird das Ganze vermutlich ein bisschen länger dauern. Aber auch das hält sich in Grenzen. So, wir gucken mal, ob eine Umdrehung zum Losmachen reicht. Reicht nicht. So ein bisschen weiter losmachen. So. Jetzt haben wir das gedreht. Gucken, dass das ungefähr im Winkel ist. Da müssen wir bestimmt gleich nochmal nachziehen. Aber das sollte ja kein Problem sein. So. Fest. Fest kommt ab und so. Fest. Jetzt machen wir hier auch nochmal los. Auch gerade gesehen. Ein bisschen mehr. Ja, ich nuschel mir jetzt einen im Bart. So. Ich denke, im Video machen wir da ein bisschen. Ich nuschel mir jetzt natürlich auch einen im Bart. Ich denke, im Video machen wir da ein bisschen Musik drunter und dann wird das auch ein bisschen spannender. So. Das ist los. So, gucken wir mal. Ungefähr. So. Jetzt ziehen wir das Ganze fest. Wieder. So. Und jetzt verbinden wir die wichtigen Sachen. Da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Möglichkeiten in der Reihenfolge. Wir fangen jetzt einfach mal an. Hinten, unten,
zack fest. Falsche Seite. Der ist ganz drin. Ziehen wir den hier oben an. So. Fertig. Das ist die Rückseite. Machen wir den nächsten rein. Auch drin. Bis zum Anschlag immer rein. Dann gibt es auch nachher keine Probleme von den Abständen. So. Und hier unten kommt der. Jetzt müssen wir gucken, wie rum wir den machen. Denn da liegt ja nachher das schwere Keyboard drauf. So, und ich würde den jetzt so rumlegen. Dann kann ich den nachher so nach hinten machen. Und dann liegt das Gewicht. Mal gucken. So, wenn ich den jetzt so montiere, dann liegt das Gewicht hinten nicht auf dem Rohr. Und deswegen möchte der Hersteller es vermutlich so rum haben. So, und wenn man das jetzt montiert, dann liegt das Gewicht hinten gerade eben auf dem Rohr und genau, natürlich ein bisschen stabiler dann, wenn ich schwere Keyboards da drauf habe. So, drauf und einmal festziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür die hier noch drauf sind. Da hat sich wohl einer vertan. Gucken wir gleich noch mal eben auf den Zettel, ob man da was sieht. Nö, ich denke, da hat sich einer vertan, haben sie mir noch was geschenkt. So, jetzt machen wir den hier vorne rein. Da rein. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Da müssen wir ein bisschen gucken. Da rein. So, der sitzt auch. Jetzt stelle ich den einmal auf diese Seite, so hochhand, das sieht man jetzt nicht mehr gut, damit ich den mal wirklich festdrücken kann. Dann schrauben wir den fest. Hat jemand mitgezählt, wie oft ich das jetzt runtergeschmissen habe? Dann passen wir ein bisschen auf die Finger auf. So. Fest. Jetzt hier unten fest. So, und schon ist das Ganze fertig montiert. Und lässt sich nicht rollen, weil die Rollen fest sind hier unten. So. Ja, macht einen hervorragenden Eindruck, wackelt noch ein bisschen, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht alles ganz gerade gezogen habe. Ich würde jetzt einfach mal eben das Keyboard darüber legen. Dafür muss ich das Keyboard ein bisschen freiräumen. Kabel rausziehen. Und jetzt stellen wir den guten Kronos, der da drauf kommt, bei mir mal drauf. Und sehen, das ist hervorragend. Das ist jetzt mehr die Stehhöhe, merke ich gerade. Wenn ich den jetzt auf, sieht man jetzt gar nicht, ich gebe mal wieder ein bisschen hoch. So, das ist jetzt mehr Stehhöhe. Wenn ich das Ganze tiefer haben will, müsste ich jetzt hier, da er hier rausguckt, alles tiefer setzen. Das ist aber kein Problem. Und im Normalfall ist das ja auch da ein Stück tiefer. Oder ich mache einfach den Stuhl höher. Also wir sehen, wunderbar. Ja, also ich bin zufrieden. Ich werde nochmal einen Bericht nachliefern, wie sich damit arbeiten lässt, ob ich noch was dazu gebaut habe. Wir haben jetzt für das ganze Video knapp 23 Minuten gebraucht, also lässt sich das Ding in 15 bis 20 Minuten aufbauen. Alles gut, würde ich sagen.